Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guten Morgen. Heute hier in der Kreuzkirche und später dann auch im Internet. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gottesdienst. Ich bin Pastor Hans Hartmann und ich freue mich sehr, diesen Gottesdienst mit Ihnen zu feiern. Quasi-Modogenity, dieser etwas komplizierte Name des Sonntags, bedeutet wie die neugeborenen Kinder. Es ist der Sonntag des Neubeginns in mehrfacher Hinsicht. Für die Jüngerinnen und Jünger war der Ostermorgen ein Neubeginn, das Ende vom Ende. Ab jetzt stehen sie auf eigenen Füßen, noch etwas wackelig. Wir alle sehnen uns nach einem Neubeginn. Heute definitiv noch zu früh, aber die Sehnsucht dürfen wir trotzdem pflegen. Endlich wieder leben, nach Corona. Und ich persönlich freue mich auf einen Neubeginn. Hier in dieser Gemeinde, hier in Nordhorn. Wenn es nach dem Gottesdienst keinen Widerspruch aus der Gemeinde dagegen gibt, dann trete ich zum 1. Juli meine Stelle hier in Christus und Kreuz an. Wie die neugeborenen Kinder also, immer irgendwie am Anfang von etwas. Möge Gott uns dabei begleiten. So rufen wir ihn an und bitten um sein Erbarmen. Wer neu beginnt, braucht Hoffnung, um den Blick in die Ferne zu richten. Wer neu beginnt, braucht festen Boden unter den Füßen, um die ersten Schritte sicher zu gehen. Wer neu beginnt, braucht Mut und Kraft, um Hindernisse zu überwinden. Gott, erbarme dich unser. Wer neu beginnt, braucht Zeichen, die die Richtung weisen und Orientierung geben. Wer neu beginnt, braucht Menschen, denen man vertrauen kann, die ihn begleiten. Gott, erbarme dich unser. Wer neu beginnt, kann Gott bitten, dass er findet, was er sucht, dass ihr gegeben wird, worum sie bittet, dass ihnen geöffnet wird, wo sie anklopfen. Gott, erbarme dich unser. Woher wir auch kommen, wo immer wir gerade stehen, wohin wir auch gehen, Gott ist da. Lasst uns seinem Namen loben und preisen. Thank you.
Lasst uns beten. Immer wieder lässt du Menschen neu beginnen. An Ostern haben wir gefeiert, dass das neue, ewige Leben in die Welt gekommen ist. Gott, wir legen uns und alles, was wir neu beginnen, in deine Hand. Lass es gelingen und uns und anderen zum Segen werden. Durch Christus, den Auferstandenen, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt. Amen. Der schöne Ostertag, ihr Menschen, kommt in Celle. Wir hören das erste Lied, Nummer 117 im evangelischen Gesangbuch. Die heutige Lesung steht im Evangelium nach Johannes im 21. Kapitel und trägt die Überschrift Der Auferstandene am See Tiberias. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal. Das war am See von Tiberias und geschah so. Es waren dort beieinander Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei weitere Jünger. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen.
Sie antworteten, wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, meine Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten, nein. Da sagte er zu ihnen, werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Petrus besonders liebte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als nun Petrus hörte, dass es der Herr war, zog er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er war nämlich nackt. Dann warf er sich ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, über etwa 100 Meter. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Kohlenfeuer brennen, darauf brieten Fische und Boot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt und esst. Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Es war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und jetzt wollen wir gemeinsam unseren Glauben bekennen. Jesus Christus, dein Heiliger Sohn, unser Herr, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gebeten unter uns, Jesus Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
Gott schenke uns sein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, angrillen mit Jesus. So heißt die aktuelle Folge eines Podcasts, den die Kirchengemeinde Altona Ost an diesem Morgen freischaltet. Angrillen mit Jesus. Für manche Ohren mag das ein bisschen arg flapsig klingen. Für andere aber einladend und lebensnah. Was immer sich genau dahinter verbirgt, es verspricht, ein Erlebnis zu werden. Angrillen mit Jesus. Ich finde, so ganz daneben liegen die Hamburger damit ja nicht. Die Geschichte von der Begegnung des Auferstandenen mit den Jüngern am See Genezareth, Tiberias wird er auch genannt, ist ja mitten aus dem Leben gegriffen. Da kommen das Alltägliche und das Außergewöhnliche zusammen. Und da ist ganz vieles, an dem ich mit eigenen Erfahrungen andocken kann. Da ist schon mal der Schauplatz, ein See. Damals ein Arbeitsplatz, für mich ein Ort der Erholung. Eine Runde mit dem Hund um den See, die Gedanken sortieren, einmal durchatmen. Dann die Tages- bzw. die Nachtzeit, die Stunden vor dem Tagesanbruch, der frühe Morgen. Das erinnert mich an einen frostigen Sonnenaufgang auf dem Berg Sinai, an durchfeierte oder auch durchgearbeitete Nächte. Die Jünger, Fischer, ich denke an Freunde, Kolleginnen, Vereinskameraden, Männer und Frauen, mit denen mich etwas verbindet. Persönliches, berufliches, manchmal auch beides zusammen. Das gemeinsame Vorhaben. Ich gehe fischen, wir kommen mit. Beruhigend, wenn man nicht allein vor einer Aufgabe steht, sich gegenseitig inspiriert und ergänzt, den Erfolg zusammen feiert und das Scheitern miteinander trägt. Dann der Unbekannte am Strand. Ich erinnere mich an Menschen, die mich geprägt haben, die mir etwas zugetraut haben, die mir ihren Segen gaben. Das Netz voller Fische. Ich schaue dankbar und zufrieden auf den Ertrag meiner Arbeit, ahne, dass es nicht nur an mir lag, dass es auch Geschenk ist. Das Lagerfeuer, glühende Kohlen, knisternde Scheite, magischer Anziehungspunkt auf jedem Gartenfest. Und einer greift zur Gitarre und singt ein Lied. Gegrillter Fisch und geröstetes Brot. Zum Buffet, das der Gastgeber bereitstellt, steuern alle Eingeladenen etwas bei. Die frischen Zutaten in Bioqualität aus der Region. Schließlich das gemeinsame Essen. Eine lange Tafel im Garten. Der Tisch in der WG-Küche. Galaessen in der Kirche. Davon werden wir noch lange erzählen. Und ja, auch die Menschen, die Personen der Erzählung laden uns ja ein, Gemeinsamkeiten zu entdecken. Da sind die sieben Jünger, ehemals Menschenfischer in Jesu Windschatten, jetzt wieder Fischefischer. Ihre Enttäuschung, das Gefühl, im Stich gelassen worden zu sein, ihre Angst, auf das falsche Pferd gesetzt zu haben, ihr Zweifel, dass Gott, für den Jesus gelebt und auch gestorben ist, eine Illusion sein könnte. Ernüchtert sind sie wieder im Alltag angekommen und wir mit ihnen zwischen diesem und jenem Lockdown. Mit ihnen lassen wir uns aber auch einladen,
zu Brot und Fisch, zu Brot und Wein. Dann Petrus, der schon wieder in seine Rolle als Wortführer zurückgefunden hat. Ob die anderen wohl von seiner üblen Blamage wissen? Wenn, dann gehen sie gnädig darüber hinweg. Geben ihm eine zweite Chance. Und er enttäuscht sie nicht. Das volle Netz zieht er allein ans Land und lässt sich von Jesus zum Mahl rufen. Kommt und esst. Es gibt Menschen wie Petrus in jeder Gemeinde und manchmal bin ich es ja auch. Sie tauchen eine Weile ab und tauchen wieder auf, packen dann wieder mit an. Manchmal brauchen Menschen Auszeiten. Einen der Jünger hätte ich fast übersehen. Der Jünger, den Jesus lieb hatte. Auch wenn sein Name hier nicht genannt wird, an anderer Stelle erfahren wir ihn, Johannes. Er war schneller am Grab als Petrus. Er sah als Erster die Leinentücher. Er kam als Erster zum Glauben an den Auferstandenen. In der Szene am See spielt er eine wichtige Nebenrolle. Er liefert quasi den Schlüssel zum Verständnis der ganzen Szene. Als Erster erkennt er, dass der Unbekannte am Ufer Jesus ist. Es ist der Herr. Und auch solche kenne ich und bin es manchmal auch selbst. Ein Mensch, der sich seines Glaubens sicher ist und der von ihm auch durch Krisen getragen wird. Ein Mensch, der auf Jesus hört und sein Netz an der richtigen Stelle auswirft. Kommen wir zur Hauptperson. Jesus, dem auferstandenen Christus. Am frühen Morgen steht er unvermittelt am Strand nach dem zunächst erfolglosen Fischzug. Als die Jünger dann mit vollem Netz wiederkommen, ist er wieder da und lädt sie ein ans Grillfeuer zu Fisch und Brot. Er eröffnet das Mahl. Angrillen mit Jesus. In allen drei Szenen gibt er klare und knappe Anweisungen. Werft das Netz an der rechten Bootsseite aus. Bringt ein paar von den Fischen. Kommt und esst. Er kommt mir hier vor wie ein erfahrener Krisenmanager. Kein Wort zu viel. Sicher in einem guten Sinn direktiv. Er gibt Orientierung und Sicherheit. Wir spüren ja gerade, wie wichtig das ist, in Krisen. Vielleicht ist das überhaupt der wichtigste Aspekt der ganzen Erzählung. Die große Selbstverständlichkeit, in der hier die Dinge geschehen, die alles andere als selbstverständlich sind. Jesus ist unerwartet einfach da. Keiner fragt, wer bist du? Jesus ist einfach da. Natürlich ist es nicht leicht, über solche Erfahrungen selbst zu sprechen. Würde ich sie danach fragen, dann würde ich wahrscheinlich damit Beklemmung auslösen. In manchen Gemeinden ist es durchaus üblich, dass Menschen davon erzählen. Man kann das zu fromm finden. Aber wenn wir selbst noch einmal überlegen, wie unser Glaube entstanden und gewachsen ist, dann werden uns Erlebnisse einfallen, die dabei entscheiden. Oft waren es Begegnungen mit anderen Menschen, Situationen, in denen sich das Vertrauen befestigt und vertieft. Es ist der Herr. Der Glaube braucht solche Erlebnisse. Wir können sie natürlich nicht machen, aber wir können davon erzählen. Wir können uns erinnern. Wir können offen sein für Erfahrungen, die Himmel und Erde verbinden. Wir können der Einladung Jesu folgen. Komm, esst. Seinem Versprechen vertrauen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Was immer wir in seinem Namen tun,
Es braucht solch ein schlichtes Fundament. Er ist da. Es ist der Herr. Einfach da. Am Strand. Am Ufer. Bei der Wildbank. Zu Hause im Wohnzimmer. Auf dem Schulhof. Auf dem Spielplatz. Im Krankenbett. Im Konferenzraum. Am Bahnhof. Ohne Spektakel. Ohne dass die Zeit still stehen bleibt. Nicht einmal die Kopfschmerzen sind dir gezaubert, die finanziellen Sorgen oder das Sterben. Der Auferstandene ist Wirklichkeit und Realität. Seine Auferweckung ist keine Wiederbelebung eines Leichnams, sondern die Rückkehr in das Irdische. Und sie ist zugleich der Aufbruch in das Himmlische. So ist Jesus bei uns. Ein guter, klarer, sicherer Krisenmanager. Der weiß, was zu tun, zu sagen oder zu lassen ist. Der zuverlässige Freund an meiner Seite. Ja, da bin ich ganz bei dir, Johannes. Bei dir und bei deiner Geschichte vom See am Tiberias und Jesus und den Jüngern, beim Angeln mit Jesus, weil sich das Irdische und das Himmlische dabei verbinden. Es ist der Herr. In diesem Erlebnis wurzelt der Glaube an die Auferstehung. Es ist kein theoretisches Gedankengut, keine gut gemeinte Traditionstheorie, keine philosophische oder tiefenpsychologische Betrachtung. Es ist das Vertrauen in die lange Hand Gottes in meinem Leben. Es ist der Herr. Er ist mitten unter uns. Wer das erlebt, der fühlt sich wie neu geboren. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, halt unseren Verstand wach. Unsere Hoffnung groß und stärker zu werden. Amen. Wir hören das nächste Lied. Wir wollen fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, in unserer Heiligkeit. Christus- und Kreuzkirchengemeinde ausgesprochen.
Kirchenvorstand unserer Gemeinde hat daraufhin das Besetzungsverfahren eingeleitet. Nach der heutigen Aufstellungspredigt von Pastor Hartmann kann jedes wahlberechtigte Mitglied der Kirchengemeinde Einwendung gegen die Besetzung der Pfarrstelle mit Pastor Hans Hartmann beim Kirchenvorstand erheben. Einwendungen müssen schriftlich verfasst und begründet sein. Sie müssen bis zum kommenden Sonntag, den 18.04. bei der Kirchengemeinde eingereicht werden. Und zum Abschluss ein Hinweis, den Sie schon viele Male gehört haben, er betrifft die Hygienemaßnahmen in Zeiten von Corona. Bitte verlassen Sie die Kirche bänkeweise mit ausreichend Abstand und halten Sie auch auf dem Kirchvorplatz oder Parkplatz mindestens 2 Meter Abstand zu Ihren Mitmenschen. Herzlichen Dank. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die sich in diesem Gottesdienst beteiligt haben und ihn dadurch sicherlich nochmal aufgewertet haben. Das sind vor allen Dingen die Musikerinnen und Sängerinnen Anna Kohoff, Sarah Peitzmeier und Jens Peitzmeier, Gesang und Orgel. Herzlichen Dank. Anke Dankert als Lektorin und Ute Sawicki als Küsterin. Und ein Dank auch dir, Simon, für die Telefonate und Gespräche und auch die nächtlichen WhatsApp-Nachrichten im Vorfeld. Das hat durchaus geholfen. Vielen Dank dafür. Nun lasst uns füreinander beten. Herr Jesus Christus, du bist auferstanden. Wir bitten dich, zeige dich dort, wo die Netze des Lebens leer sind in unserer Welt. Dort, wo bittere Armut herrscht. Dort, wo die Ausbeutung der Erde und die Folgen des Klimawandels jetzt schon die Lebensgrundlagen zerstören. Dort, wo es am nötigsten fehlt, an Nahrung, Wasser, Medizin, aber auch an Bildung und Chancen für die Kinder und Jugendlichen. Herr, erhöre uns. Wir bitten dich, zeige dich dort, wo Kirchen und Gemeinden müde sind, weil sie fischen und die Netze doch leer bleiben. Weise den Weg in die richtige Richtung, damit die Mühen und Aktivitäten nicht vergeblich sind. Sammle deine Gemeinde in all ihrer Unterschiedlichkeit und Vielfalt an deinem Tisch, an dem es für alle reicht. Wir bitten für alle, die in den christlichen Kirchen arbeiten, dass ihre Verkündigung lebendig und überzeugend ist und dass sie Anteil nehmen an den Fragen und Nöten dieser Zeit. Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für uns selbst. Lass uns sicher und gewiss bleiben und dir vertrauen, auch wenn der Neubeginn uns fordert und zu misslingen droht. Gib uns Orientierung, wenn wir den rechten Weg suchen oder keinen Ausweg sehen. Bleib an unserer Seite und lass es uns spüren. In der Stille nennen wir dir die Namen derer, um die wir uns sorgen. Herr, erhöre uns.
Mit Jesu Worten beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diese Woche als die Gesegneten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er gebe dir seinen Frieden. Amen.